Momentan steht das Handwerk in Deutschland vor einem großen Problem, denn immer weniger junge Menschen wollen eine handwerkliche Ausbildung machen. Vor allem den Metzgereien fehlen Lehrlinge. Wir haben uns gefragt, wie sieht's bei uns in der Region aus? Im Interview Jan Mesaros von der Metzgerei Mesaros in Ettlingen-Schöllbronn und Etzenroth. Der Metzgerberuf war aus dem Grund so wichtig, weil ich ein absoluter Handwerker und Perfektionist bin, was diesen Beruf angeht und hinter der ganzen Sache stehe. Und ich es schade finde, dass es eigentlich immer weniger gibt und immer nur mehr Große. Und dass es eigentlich oft nicht geschätzt wird, was wir eigentlich hier machen und auf was für einem hohen Niveau wir arbeiten. So ein Metzgeralltag sieht so aus, dass wir morgens so gegen 5 Uhr anfangen. Da kommt dann die Ware, die wir dann alle abladen, gekühlt abladen. Und dann wird das Ganze sortiert, gerichtet, gewolft, in unserem Kutter dann zu Wurst verarbeitet, gefüllt und geräuchert in verschiedenen Abschnitten, verschiedene Produktionsabschnitten, bis zur fertigen Ware, die dann letztendlich in den Lade kommt. Also interessante Sache, indem man einfach alles sieht, wie alles funktioniert, wie es gekuttert wird, wie die Zusammenstellung ist, wie die Gewürze vor allem sind. Wir arbeiten viel mit Naturgewürze. Und eine interessante Sache, sollte natürlich ein bisschen Begeisterung und Interesse bei dem Ganzen dabei sein, aber ich finde, es ist schon ein sehr kreativer Beruf. Ja, so ein Azubi erwartet, dass er wirklich alles von der Pike auf, also bei uns jetzt in so einem Handwerkbetrieb hier, lernt also wirklich von der Zerlegung von allem, von ganz unten, bis in jede Wurstsorte. Wir machen ja viele Sorten selber. Wir machen die ganze Salami selber. Das heißt, wir lernen die ganze Salami zu machen, die Brühwurstsorte, die Kochwurstsorte sowieso. Und da wir das alles herstellen, denke ich, ist das sehr facettenreich, weil es wird bestimmt nicht mehr überall alles gemacht. Und wir machen das wirklich hier noch alles selber.